Welche möglichen Blockaden gibt es in dir und wie kannst du sie für ein selbstbestimmteres Leben auflösen? Und was hat diese Frage mit der allseits bekannten Matrix zu tun? Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer zweiten Spezialausgabe bei timeofchange.tv und freue mich, lieber Said Habib Zadeh, dass wir wieder zusammenkommen und dieses Mal tiefer in deine Matrix-Clean-Behandlungen, Programme und dein Wirken und deine Arbeit als spiritueller Lehrer eintauchen. Vielen Dank, dass du heute wieder da bist. Gern geschehen und vielen Dank auch für die Einladung. Gerne. Bei so einem interessanten Menschen muss man nicht zweimal überlegen. Dankeschön. Danke. Und immer, wenn ich so ein bisschen ins Bayerische komme, dann merkt man bei mir, das kommt sehr, sehr aus dem Herzen. Es ist also sehr authentisch. Ja, ist so. Du hast mich ein bisschen heiß gemacht, Said. Ja. Du hast gesagt, du hast eine Weltneuheit dabei. Was hat es damit auf sich? Ja, wo fange ich nur an? Also, ich habe erstmal festgestellt, dass die Menschen in einer Gefangenschaft sind. Diese Gefangenschaft kann seelisch sein, kann geistig sein, finanziell sein, partnerschaftlich sein, familiär sein oder in Freundschaften. Also, all diese Arten von Gefangenschaften zusammen addieren, nenne ich Matrix. Und ich habe mir immer wieder überlegt, wie kann ich Menschen die Freiheit zurückgeben, die man ihnen genommen hat oder die sie einfach aus der Hand gegeben haben oder verloren haben oder vergessen haben oder nie gelernt haben, mit dieser Freiheit umzugehen, sich in eine Abhängigkeit begeben haben und da einfach verweilen. Und da bin ich dahinter gekommen, dass Matrix eine bestimmte Struktur hat, eine bestimmte Konstruktion, eine bestimmte Zusammensetzung, die, weil sie nicht schöpferisch ist, kann man sie auch auflösen. Das heißt, ich bin imstande, in die Matrix hineinzugehen, in das geschlossene System eines Menschen und die Bestandteile, die ihn festhalten, die Bestandteile, die ihn dazu bringen, immer wieder dasselbe zu denken, immer wieder dasselbe zu essen, dasselbe zu trinken, wie Suchtprogramme und sowas, kann ich sie auflösen, weil sie nicht schöpferisch sind, weil sie künstlich sind. Alles an Matrix ist künstlich. Es gibt Menschen, die nehmen an, dass Gott auch eine Matrix hat. Es gibt auch eine göttliche Matrix, ist nicht so. Matrix ist nicht göttlich. Es gibt nur eine Matrix und das ist eben nicht göttliche Matrix, sondern künstlich. Und ich habe vieles ausprobiert. Zum Beispiel durch Getränke, durch das Essen, das ist Schöpfungsmuster, das ist jetzt meine Formulierung, weil diese Informationen, diese Fähigkeiten nicht weltlich sind, nicht menschlich sind, ist es schwierig, das so zu übersetzen, dass Menschen es verstehen können. Es gibt dafür keinen Begriff. Ich habe gesagt Matrix-Clean-Programme, weil die Programme von Matrix wirklich gereinigt werden, aufgelöst werden und die Menschen davon befreit werden. Und zum Beispiel in diese Matrix-Clean-Programme sind auch in meinen Büchern, wenn jemand meine Bücher liest, dann bekommt er auch diese Reinigung aus der Ferne in diesen Texten. Seine Gedanken, seine Gefühle, seine Emotionen, seine Entscheidungen werden gereinigt, sodass er mehr Freiheit hat als vorher. Darum geht's. Und nicht einfach nur bloße Informationen weitergeben. Und dann ist es weitergegangen, dass ich festgestellt habe, dass ich aus der Ferne diese Schöpfungsmuster auf einen Menschen übertragen kann, unabhängig davon, wo er lebt, ob ich ihn überhaupt kenne. Ich lebe zum Beispiel in der Schweiz, derjenige kann in Kanada sein oder Südafrika und so weiter. Und jetzt die Weltneuheit, von der du gesprochen hast, ist, dass ich das über Matrix Clean Videos mache. Das heißt, die Menschen müssen nicht mehr so viel Geld zahlen, um einem für sie maßgeschneiderte Matrix-Clean-Sitzung in Anspruch zu nehmen von mir, dass ich mich um einen Menschen kümmere, sondern dass sie, je nachdem, welches Programm sie brauchen, welches Problem sie haben, gesundheitliche Probleme mit Magen, mit Darm, mit Leber oder irgendwelche Krebskrankheiten oder wie auch immer, dass sie ein Video kaufen können, sehr, sehr günstig für sehr wenig Geld. Und Sie haben 24 Stunden Zeit, nachdem Sie gekauft haben, das Video sich so oft anzuschauen, wie Sie wollen.
In diesem Video bin ich zu sehen, ich mache so bestimmte Handbewegungen und man hört die ganze Zeit auch meine Musik, die ich dazu extra komponiert habe. Ich bin ja selbst Komponist, ich komponiere auch Musik, klassische Werke, Popsongs, Musicals und Filmmusik. Und für diese Videos habe ich auch die Musik komponiert und die Musik hat 432 Hertz und wirkt auch so schon heilend. Das heißt, die Leute hören es, die Leute sehen es. Jedes Video dauert 30 Sekunden bis vielleicht 90 Sekunden, je nachdem. Und das ist die Weltneuheit. Das bedeutet, da wird auch nicht gesprochen. Das ist für jeden Menschen weltweit nachvollziehbar. Und ich schätze, dass in spätestens 2 Wochen, das heißt Mitte Juni, Juni 2024, wird das veröffentlicht. Und dann kann jedes x-beliebige Programm einfach dort kaufen und sich immer wieder anschauen. Die Programme werden auf ihn übertragen, das heißt, er lädt das runter wie Download. Diese Programme werden in ihm gespeichert und die Programme, je nachdem, sind das Reinigungsprogramme, sind das Aufbauprogramme, sind das Heilprogramme, sind das Auflösungsprogramme, sind das Entbindungsprogramme, dass irgendeine Ankettung zu Ende geht, je nachdem. Wird alles in demjenigen gespeichert und dann suchen die Programme nach Fehlern und wenn sie gefunden haben, dann werden die Fehler sozusagen, Fehler werden korrigiert. Ich weiß, das ist schon sehr, sehr, wie sagt man, neu. Ja. Aber ich habe das die letzten 6 Jahre oder 10 vielleicht ausprobiert. Die ersten, mit denen ich das ausprobiert habe, waren meine Freunde, ob das so funktioniert. Und dann habe ich das in Seminaren ausprobiert und dann in Videos, die ich bei TikTok und bei YouTube veröffentlicht habe, aber auch in Lives. Ich mache ja auch Live-Übertragungen bei kostenlose, bei YouTube und bei TikTok. Wie heißt da dein YouTube-Kanal? Weißt du das noch? Einfach unter meinem Namen, Said Habibzadeh, findet man das. Und da übertrage ich diese Programme auch. Und die Leute geben mir Rückmeldungen, zum Beispiel Blutreinigung oder Wahrnehmungsverschärfung oder irgendwelche Sachen, die die Menschen sich wünschen. Und sie haben auch diese Rückmeldungen gegeben. Ich habe das viele Jahre, weil ich sehr genau bin, sehr genau. Und ich habe das alles ausprobiert, habe viel auch gelernt, welche Probleme, welche Programme, welche Rückmeldungen und so weiter. Und daraus habe ich viel gelernt. Und jetzt ist es soweit, dass ich sage, okay, jetzt werden Martis Klim Videos veröffentlicht. Bis jetzt habe ich 100 Videos aufgenommen, aber ich schätze etwa 300 bis 500 kommen noch dazu. Wirklich eine Weltneuheit. Und wenn du das einhältst, von dem ich denke, dass du auch wirklich einhalten wirst, dann ist es ja eine unglaubliche Geschichte. Lass es uns doch vielleicht einmal ein bisschen näher aufdröseln. Wenn ich das richtig verstanden habe, bietest du dort eine breite Palette für Menschen an, mit vielleicht jeglichen Herausforderungen im Leben, zu jedem Lebensbereich bietest du also dort ein Video, eine Sitzung, Behandlung an, die ich sofort instantan bei dir buchen kann, auf mich anwenden kann und sofort einen Effekt verspüre. Habe ich das richtig verstanden? Diejenigen, die besonders sensitiv sind, spüren sofort eine Veränderung. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ein Problem ziemlich alt ist. Wenn jemand 30 Jahre lang ein Problem mit sich rumgetragen hat, dann es ist nur so, die Programme wirken nicht oberflächlich, so schnelle Heilung, sondern sie wirken in der Tiefe. Und je nach Persönlichkeit, je nach Lebenssituation, je nach Problem, kann der Mensch dann bewusst wahrnehmen, ich fühle mich leichter. Zum Beispiel solche Rückmeldungen, wie die Leute schreiben mir, ich bin immer wütend geworden, wenn meine Mutter mich besucht hat. Und jetzt war ich überhaupt nicht wütend. Und ich wollte wütend sein, weil sie jetzt wieder da war, aber ich konnte nicht. Und ich war so friedlich, ich war so entspannt. Oder zum Beispiel, es gibt ein Programm bei mir für eine Familie, 5 bis 6 Personen. Und ich glaube, die Leute zahlen dann, wenn jemand so ein Kombipaket kauft, dann zahlt er für 3 Personen oder 4 Personen und dann bekommen 6 Personen das ganze Programm. Und ich habe so vielen Familien geholfen, intern miteinander wieder friedlich umzugehen, miteinander feiern zu können, ohne wütend aufeinander zu sein,
einfach sich auszusprechen und nicht mehr sich gegenseitig die Schuld zuzuweisen. Und das ist einfach ein wunderschöner Erfolg. Das macht mich glücklich. Und ich sage immer, wenn ein Mensch glücklich werden will, braucht er Erfolgserlebnisse. Weißt du, er muss, weil ich sage immer, die Leute fragen immer, wie erlange ich Selbstvertrauen? Dann sage ich immer wieder dasselbe, durch Erfolgserlebnisse. Und das bedeutet, man macht etwas, dann macht man es falsch, dann lernt man daraus, dann wird man stärker. Und dann die Erfolgserlebnisse kommen öfters und das baut einen einfach auf. Machen wir doch mal ein kleines Beispiel. Ich komme jetzt zum Beispiel zu dir und sage, Said, ich stecke momentan in meiner beruflichen Entwicklung, stecke ich fest. Ich denke, da ist vielleicht eine Blockade oder ich weiß, da könnte mehr gehen. Vielleicht kennt es ja jemand von euch da draußen. Ich hatte es die letzten Monate selbst erfahren. Ich hätte gehofft, dass ich dich schon eher gekannt hätte. Also jemand kommt jetzt mit diesem Problem. Muss er dann nach einem bestimmten Schlagwort suchen oder wie findet er das Richtige für sich? Also im Moment gibt es, also meine Matrix-Screen-Videos werden erst Mitte Juni 2024 aus zeitlichen Gründen überhaupt erst veröffentlicht. Und die ersten 100 dienen nur der körperlichen Gesundheit. Mhm. Es wird eine Serie geben für psychische Probleme wie Depression oder Wutanfälle. Es wird eine Serie geben für energetische Dinge wie zum Beispiel, wenn jemand an irgendeinem Thema angeschlossen ist in anderen Inkarnationen, dass das eine energetische Angelegenheit ist. Oder Menschen, die sagen, mir fehlt die Energie. Ich habe einfach nicht genug Kraft, etwas zu tun. Oder ich fange etwas an und höre einfach auf. Ich habe diese Durchhaltevermögen nicht. Und so weiter. Das sind alles energetische, hat alles energetische Hintergründe. Und dann wird es auch für Lichtwanderer eine Serie geben. Das sind Menschen, die viel mehr wollen, als einfach nur glücklich sein. Sie wollen die Persönlichkeit entwickeln, sie wollen das Universum kennenlernen, sie wollen die Möglichkeiten, die wir haben, die unbegrenzt sind, kennenlernen. Für die gibt es dann eine Spezialserie. Das ist gerade für Menschen wie für uns beide und bestimmt auch unsere Zuschauer sehr interessant. Ja, ja. Und ich bin auch gespannt, wie es dann ankommt, wie die Leute darauf reagieren, weil diese Matrix-Screen-Programme wirken ohne Medikamente, sie haben keine Nebenwirkungen. Sie zerstören im Körper nichts, wie Medikamente normalerweise tun. Der Mensch muss einfach gar nichts machen. Er schaut sich nur das Video an, die Dinge werden in ihm gespeichert und dann fangen die Programme an zu arbeiten. Das Einzige, was der Mensch einfach einhalten muss, ist die Bewusstheit darüber, dass er selbst verantwortlich dafür ist, ob er gesund wird oder krank bleibt, ob er glücklich wird oder nicht, oder reich wird oder nicht. Er muss nur seine Entscheidungen in eine neue Richtung lenken. Ich sage immer, glückliche Entscheidungen treffen, die ihn immer weiter stärker, glücklicher, reicher, schöner machen. Das ist eine Verantwortung, die kann man von niemandem übernehmen. Die kann man auch auf niemanden übertragen. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Und ich denke auch, das, was uns im Leben dann auch wirklich den Stolz auf uns selber bringt, wenn wir den Weg selber gegangen sind und wissen, wo wir begonnen haben und wissen, wo wir jetzt stehen. Absolut. Ich sage immer, es macht einen großen Unterschied, wenn man den Weg kennt oder wenn man ihn geht. Und noch größer ist der Unterschied, wenn man den Weg gegangen ist. Ich sage immer, als Helfer, als Coach oder was auch immer, wenn ich anderen etwas geben will, muss ich es erst haben. Viele Leute meinen, sie kaufen sich Tarotkarten und dann können sie Karten legen. Sie glauben, sie lesen ein paar Bücher über Astrologie, dann können sie die Leute beraten. Oder sie besuchen irgendwelche Seminare, dann sind sie imstande, anderen zu helfen. Das ist nicht so. Ich kann nur anderen das geben, was ich mir erarbeitet habe. Und um nochmal auf den ersten Teil hinzuweisen, da hat uns ja der liebe Said wirklich einen sehr authentischen Einblick in die Herausforderungen deines vorherigen Lebens gegeben und es schien mir so, als ob du durch diese meisten schon durchgegangen bist. Ist es das, was du gerade gemeint hast? In dem Sinne, dass ich nur das anderen weitergeben kann, was ich durchlebt habe, die Herausforderungen, die ich gemeistert habe, meine eigenen, die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, die kann ich dann weitergeben. Mhm. Und es ist am Anfang so, das ist alles die persönliche Ebene.
dann gibt es eine überpersönliche Ebene, dann gibt es eine natürliche Ebene, eine übernatürliche Ebene, eine, und es geht immer so weiter und irgendwann hast du die universelle Ebene. Wobei, wenn du bei universeller Ebene ankommst, merkst du, du weißt nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Leute mir gesagt haben. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn ich sie dann gefragt habe, woher weißt du das? Dann waren sie mit ihrem Latein am Ende. Mhm. Und ich kann in meinem Fall sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil ich gesehen habe, wie viel es zu wissen gibt. Die Bibliothek Gottes ist wirklich unermesslich groß und wächst täglich. Und wer dahin Zugang findet, ohne Religion, also wenn ich von Gott rede oder von Christus, rede ich nicht von Religion oder Bibel oder Kirche oder sowas, sondern die Herrschaften, die es wirklich gibt, die die größte Macht sind überhaupt in der Gesamtheit der Schöpfung und die Weisesten, die ich bis jetzt überhaupt kennengelernt habe, das meine ich. Und wer dahin findet, wird er merken, dass unsere Probleme eigentlich nur Ablenkungen sind. Mhm. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Mhm. Unsere Probleme sind nur Ablenkungen. Eigentlich sind die meisten Probleme, die wir haben, künstliche Erzeugnisse. Die Probleme existieren eigentlich gar nicht. Um uns von unserer selbstbestimmten Größe abzuhalten, zu beschäftigen, absolut, in einen Strudel zu halten, der stetig vielleicht nach unten geht? Ich habe festgestellt bei den meisten Menschen, dass ich habe ja unterschiedlichste Menschen kennengelernt, wirklich sehr unterschiedlich. Ärzte, Politiker, Psychiater, Philosophen, Schriftsteller, Fußballer, alles Mögliche. Und ich habe festgestellt, das fand ich sehr interessant, die Probleme sind nie individuell. Die eigentlichen Probleme sind immer kollektiv. Die Menschen meinen zwar, dass nur sie dieses Problem haben. Nein, das ist nicht wahr. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, das viele betrifft? Zum Beispiel Partnerschaftsprobleme. Probleme mit der Sexualität, Probleme mit der Arbeit, Probleme mit, ich vertraue mir nicht, wie erlange ich Selbstvertrauen, die Fragen, die die Menschen haben, die Ängste, die sie haben. Das ist alles kollektiv. Das ist eine normale, das heißt, die Menschen werden in eine Norm gepresst und dann haben sie alle dieselben Wünsche, dieselben Ängste, dieselben Krankheiten, dieselben Probleme, dieselben Fragen, dieselben Albträume. Und das war für mich eine gigantische Erkenntnis, dass ich gedacht habe, also wenn es wirklich so ist, dass wir keine individuellen Probleme haben, sondern kollektive, wo kommen die dann her? Und so bin ich auf Matrix gekommen. Eine weitere spannende Frage, wo kommen die denn her, die ich mir aber noch gerne für die nächste Frage aufhalten möchte. Du hast eingangs erwähnt, Said, da bin ich total hellhörig geworden. Du führst deine Bewegungen in die Kamera aus. Menschen sehen dieses und irgendetwas wirkt dann in ihnen und löst auf. Ich kann es leider nicht mehr so wiedergeben. Was hat es denn damit auf sich? Ist es so ein Selbstrepariermechanismus? So habe ich es bis jetzt nicht formuliert, aber so kann man es formulieren. Das heißt, aus der Bibliothek Gottes hole ich ein Programm, zum Beispiel wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen. Und dann gibt es, sagen wir, 20 Programme, das kann Migräne betreffen, Anspannung im Nacken, Wirbelsäule ist verschoben oder irgendwelche Wut oder Trauer oder was auch immer da steckt. Das sind unterschiedliche Programme. Und jedes Programm sucht einfach nach etwas Bestimmtem. Diese Programme kann ich von dort auf die Menschen übertragen. Und dann suchen diese Programme die, ich sage immer, das ist jetzt meine Formulierung, Fehlschaltungen, die nicht natürlich sind, nicht schöpferisch sind, nicht gut sind für uns. Und die werden dann behoben. Also mein eigenes Zutun bedarf auf alle Fälle meiner freudigen Erwartung und auch den Willen, die Veränderung zu wollen. Ja, das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich finde, ich habe solche Fälle auch gehabt, wenn jemand sagt, ich finde, also du glaubst nicht, was ich für Gespräche geführt habe, dass zum Beispiel eine unglaublich schöne, attraktive 26-jährige Frau am Telefon fast zusammengebrochen ist, gesagt hat, sie findet keinen Mann. Die Männer sprechen sie nicht an.
Und wenn irgendwie Kontakte zustande kommen, meldet sich keiner. Und sie hatte noch nie eine Beziehung. Sie hatte noch nie Sex. Sie hat noch nie mit einem Mann zu tun gehabt. Und sie war völlig verzweifelt und alles andere. Sie hatte tolle Arbeit, sie hatte reiche Eltern. Alles war in Ordnung. Nur das hat nicht funktioniert und sie wusste nicht, wieso. Nur damit ich ein Beispiel gebe. Und ich schaue sie mir an, ich schaue mir das System an und ich denke mir, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich gucke da rein und sehe, die verstorbene Oma von ihr hält ihre Hände um sie herum. Und zwar deshalb, weil sie im Zweiten Weltkrieg vergewaltigt worden ist von Soldaten und wollte nicht, dass das böse Schicksal auch dem Enkelkind passiert. Und sie hat aber nicht gemerkt, dass sie mit ihrem angeblichen Schutz sie daran gehindert hat, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, dass der Krieg vorbei ist und dass sie jetzt einfach eine Partnerschaft wünscht und so weiter. Ich musste ihr erklären, was sie macht und sie dann von dieser Ankettung befreien. Und keine zwei Wochen später konnte sie sich vor Anfragen nicht mehr retten. Also der Markt wurde eröffnet. Ja, genau. Sie war ja auch eine schöne Frau. Ja. Also es ist doch komisch, wenn so eine schöne, attraktive Frau überhaupt nicht angesprochen wird. Und das sind energetische Probleme, das sind seelische Probleme, das sind Ankettungen, Gefangenschaften, die ich mit meinem Programm lösen kann. Jetzt ist sie ja seit mindestens über 10 Jahren mit diesem Problem herumgelaufen. Wenn sie in dem Moment 26 war, würde ich sagen, so die letzten 10 Jahre, bisschen drüber, war es vielleicht dann interessant für sie. Ja. Du hast es jetzt von einem auf den anderen Moment auflösen können und sie hat es 10 Jahre nicht geschafft, oder wie? Ja, so war es. Also sie wäre ja auch gar nicht darauf gekommen, dass das eine seelische, energetische Ankettung ist an eigene Oma, dass sie dahinter gesteckt hat. Wer denkt dann sowas? Ja, genau. Da kommt doch kein Mensch darauf. Deshalb habe ich auch das Buch Schwangerschaft geschrieben. Das Buch heißt Die Enthüllung der satanischen Matrix der Schwangerschaft. Der größte Betrug an Frauen. Da habe ich solche Fälle dann aufgeklärt. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, das ist ziemlich auch heftig. Und das habe ich im Fernsehen gesehen. Ich habe da einen 16-jährigen jungen Mann gesehen, der von sich aus eine psychologische Hilfe gesucht hat. Und zwar, er stand auf kleine Mädchen. Das hat er selbst so gesagt. Und er war der Auffassung, er ist gestört, er ist gefährlich und wollte psychologisch betreut werden. Nach einem Jahr Sitzung, einmal die Woche Sitzung, kam der Therapeut, der möchte gern Therapeut, zum Schluss und hat gesagt, das habe ich in einer Reportage im Fernsehen gesehen, hat zu ihm gesagt, du bist krank, du bist gestört, unheilbar und du musst ein Leben lang damit leben. Todesurteil. Ja, statt zu sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich weiß nicht, was das Problem ist, du bist ein netter junger Mann und trotzdem stehst du auf kleine Mädchen und das ergibt keinen Sinn für mich. Er hätte eigentlich, wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte gesagt, ich kann dir nicht helfen. Und das hat er nicht gesagt. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas passt nicht. Dann gucke ich in sein System. Jetzt schau mal, was ich entdeckt habe. Auf so eine Idee muss man kommen. Ich habe gesehen, dass er, als er klein war, 5 Jahre alt, hat er seine Traumfrau gefunden, nämlich ein 5-jähriges Mädchen im Nachbarshaus. Und die zwei waren füreinander bestimmt. Von Anfang an, sie hatten sich so verabredet, dass sie in so frühen Kindheitsalter sich begegnen. Sie liebten sich beide und das war beiden Familien unangenehm. Beiden. Sie wollten nicht, dass die zwei wie ein Liebespaar sich verhalten. Also ist die eine Familie weggezogen. Und das ist in seinem Hals stecken geblieben und er sucht immer noch diese verlorene Liebe, als er 5 Jahre war. Also er war nicht pervers, er war nicht krank, er war nicht gestört. Er hat einfach diese verlorene Liebe gesucht. Und das habe ich gesehen. Das ist etwas, wenn du das siehst, dann merkst du, wow, ich wünschte, er wäre auf mich zugekommen, dann hätte ich ihm helfen können. Ich sage gerne, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Gefühle oder einen schlechten Seinszustand. Von dieser Aussage kann man natürlich gerne halten, was man möchte, aber ich glaube stets an das Gute in dem Menschen. Und ich denke auch, dass wenn wir die Hilfe oder die Erkenntnis, wie du sie jetzt präsentiert hast, haben oder hätten, wir sie auch anwenden können. Dem jungen Mann geht es bestimmt jetzt seitdem sehr gut, oder? Ja, das ist das Problem. Ich kannte ihn nicht. Und ich kenne ihn nicht.
ich darf ja nicht einfach aktiv werden aus der Ferne. Ich habe das in einer Reportage im Fernsehen gesehen. Mhm. Wenn er zu mir gekommen wäre, hätte ich in 5 Minuten ihm helfen können. Vielleicht schaut er ja zu. Ja, wer weiß, wer weiß. Also wirklich, grundlos macht niemand etwas. Mhm. Es ist, auch wenn man Alkohol trinkt, wenn man sexsüchtig ist, wenn man was weiß ich macht, es ist nicht gut, wenn man sich verurteilt. Es gibt immer eine Ursache. Wenn man die Ursachen begreift, dann ist die Wirkung weg. Also du darfst auch ruhig liebevoll mit dir und deinen Herausforderungen umgehen. Absolut, absolut. Wenn ich irgendwelche Probleme mit mir habe, wenn ich etwas mache, was ich weiß, es ist nicht gut, wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich Zigaretten rauche und ich verurteile mich deshalb, weil ich weiß, das ist nicht gut, was ich mache, dann wird das schlimmer. Selbstannahme, sich selbst zu akzeptieren und sagen, aus irgendwelchen Gründen mache ich das ja. Wenn ich diese Gründe begreife, dann ist, man sagt ja, ist schon halbe Miete. Ja, du sagst es. Lass uns da doch gern noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar sagst du ja, die halbe Miete ist die Erkenntnis. Da stimme ich dir auf alle Fälle zu bei. Und eingangs hast du ja in den Raum geworfen, woher auch immer diese Programme oder Blockaden kommen. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe dir versprochen, diese Frage vertagen wir auf später. Jetzt ist es soweit. Lieber Said, sind wir Menschen denn wirklich für alles, was wir in unserem Leben, vielleicht auch uns nicht förderlich zustehendes tun, selbstverantwortlich oder gibt es einen gewissen Fremdeinfluss? Wir sind nicht für alles, was in unserem Leben passiert, selbstverantwortlich, weil wir massiv unter Fremdenergien leiden. Wir werden gesteuert, wir werden manipuliert, wir werden bombardiert mit falschen Informationen, wir werden gelenkt und wir tun das, das ist auch der Grund, wir tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und Dinge, die wir wirklich wollen, tun wir nicht. Und beides entsteht durch Manipulation. Und ein Wunsch von mir ist genau diese Manipulation aufzulösen. Weil Manipulation, also wenn jemand jemanden manipuliert, dann befinden sich beide eigentlich in einer Gefangenschaft. Der eine macht jemanden abhängig, der andere wird abhängig. Sie befinden sich beide in einem System und die sind beide davon betroffen und nicht frei. Und wenn diese Manipulation aufgelöst wird, dann sind beide zum Beispiel von dem System von Manipulation befreit und auch voneinander. Interessant ist, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn diese Abhängigkeiten aufgelöst werden, dann können die Menschen viel entspannter und glücklicher miteinander umgehen. Schön. Und dann entsteht eine neue Welt. So ist es. Das ist mit ein sehr wichtiger Grund, warum ich überhaupt noch in dieser Welt bin. Du hast die Frage nach der Inspiration gerade selbst beantwortet. Vielen lieben Dank. Es ist wirklich so, jeder Mensch hat die Macht, jeder Mensch. In seinem Leben sich selbst alles so zu verändern, wie er möchte, wie es gut ist für ihn. Er kann auch einen gewaltigen Beitrag dazu leisten, dass die Welt schöner wird, glücklicher wird. Was kann denn ein einzelner Mensch in unserer Gesellschaft verändern, wenn er vielleicht den Gedanken in sich trägt, ja, wer bin ich denn, was kann ich denn schon groß ausrichten, die anderen, die. Wie wichtig ist da jeder Einzelne? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir gültigen Maßstäben, die andere uns setzen, folgen, wenn wir das tun, was man von uns erwartet, dann ändert sich nichts. Aber wenn wir eigene Maßstäbe setzen, dann können wir die Welt verändern. Wenn jeder wirklich, jeder Mensch ist einzigartig. Seine Gefühle, seine echten Gefühle, sein Naturell, sein Lebensweg, seine Bestimmung, alles ist genauso einzigartig. Wenn der Mensch sich selbst treu bleibt, alle Menschen sich selbst treu bleiben, dann haben Fremdenergien oder Machtdinge überhaupt gar keine Chance. Das heißt, indem ein Mensch sich selbst ändert, die Führung in seinem Leben übernimmt, verändert er sich selbst und sein Leben. Und damit, so wie du gesagt hast, wirkt er auch auf sein Umfeld, auf die Menschen, die mit ihm zu tun haben. Das heißt, so wie wir Krankheiten, Probleme, irgendwelche negative Dinge weitergeben können, können wir auch positive Dinge weitergeben. Und das verändert die Welt. Danke für diesen Einwurf. Wir können auch positive Dinge weitergeben. Absolut. Lieber Said,
Unser Gespräch läuft so, wir spielen uns wirklich die Bälle zu und das finde ich schön. Find ja, ich schön. Das ist das Lebendige. Ja, ja, du bringst mich nämlich dazu, dir jetzt die Frage zu stellen. Ich kenne deinen Plan nicht, aber du hast uns ja etwas mitgebracht. Und liebe Zuschauer, ich habe euch ja schon angekündigt, dass wir hier eine Live-Vorführung vom lieben Said bekommen. Ist es jetzt an der Zeit, oder? Ja, gerne, kein Problem. Gerne. So, dann fühle ich mich in unsere Zuschauer. Ich gebe euch eine kurze Blutreinigung, in dem Sinne, nicht im medizinischen oder körperlichen Sinne, sondern im energetisch-seelischen Sinne. Das heißt, alle Fremdbestandteile, die bei euch im Blut sind, werden jetzt aufgelöst. Das kann innerhalb von 5 Sekunden sein oder 5 Stunden dauern. Ihr werdet das spüren. Und deshalb bitte ich euch, setzt euch einfach hin. Wenn ihr irgendwelche Werkzeuge in der Hand habt, legt das einfach zur Seite. Nicht stehen bleiben, hinlegen oder hinsetzen, weil wir nicht wissen, wie der Körper, wie stark der Körper darauf reagiert. So, dazu brauche ich nur ein paar Sekunden und ich starte jetzt. So, vielen Dank. Ich hoffe, dass du auch was gespürt hast. Wenn nicht, dann kommt das später. Ich habe komplett jetzt in dem Moment vergessen, dass du auch hier siehst, dass du es auch siehst. Ich habe dich natürlich gesehen, Said. Ja, hier genau. Im Bildschirm. Ich habe dich komplett vergessen, dass du da bist, weil ich schaue mir die Menschen an. Das sind viele, ihr habt sehr viele Zuschauer. Und sehr viel mehr Seelen sind auch aus astralen Welten anwesend. Und da war ich so konzentriert darauf, dass ich vergessen habe, dass ich hier sitze und dass du bei mir bist. Alles gut, alles gut. Vielen lieben Dank, dass du uns dort mitgenommen hast und uns diese wirklich praktische Anwendung auch näher gebracht hast. Und ich denke, die Wirkung, die unsere Zuschauer dadurch erfahren werden und auch über den Zeitraum hinaus, wird uns interessieren. Sollen Sie doch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was Sie davon halten. Aber jetzt mal kurz zu meiner Sicht, was ich gerade wahrgenommen habe. Also als du begonnen hast, dich quasi, ich nenne es mal, einzufühlen, dich darauf einzustimmen, war das für mich wie ein Kompass, also eine Peilung gewinnen. Wo geht es denn jetzt hin, beziehungsweise wo kann ich überhaupt ansetzen? Das hast du relativ schnell gefunden. Und dann hat es begonnen, wie Informationen aus dir heraus zu strahlen, zu strömen. Also mir fehlen die Worte dafür, aber es hat ganz, ganz viel, gerade aus deinen Fingerspitzen meiner Meinung nach, ich konnte es wirklich sehen, und aus deinem Körper nach draußen, wie kann man es beschreiben, informiert, gesendet. Ich habe noch nie eine genauere Beschreibung gehört, wie das, was du gerade gesagt hast. Das sind wirklich Informationen. Wenn wir auf das Wort Information, in heißt etwas geht rein, Formation heißt etwas, was reingeht, eine neue Formation schafft. Das ist ja der eigentliche Sinn von Information und nicht, dass wir einfach irgendein Wissen uns aneignen, ohne dass es uns verändert, sondern dass das Wissen, die Information, unser Bewusstsein, unser Innerstes erreichen. Das habe ich gerade gemacht. Und es geht ja nicht nur wirklich nur einfach um Blutreinigung, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich setze Schwerpunkt immer auf das Bewusstsein. Ändert sich das Bewusstsein, ändert sich der Mensch, alles andere ändert sich automatisch, wie eine Kettenreaktion. Also du planst sehr, sehr viele Lebensbereiche jetzt mit deiner, wie nennt man das? Matrix-Videos. Dort wirklich abzudecken und jeden Menschen, alle, der die Frage genau hat, zu sagen, wie, das finde ich eine gute Idee, wie ein Lexikon, wo ich nachschlagen kann und zum Beispiel sage, hey, welches Video oder welche Behandlung ist jetzt die passende für mich? Ja. Finde ich auch, ist sehr aus dem Leben gegriffen. Absolut, absolut. Wenn jemand sagt, ich tue und mache, was ich will, ich verdiene auch genug, aber ich habe nie genug. Bevor Monat die Hälfte erreicht hat, ist alles, das ganze Geld weg. Warum? Und dafür gibt es entweder seelische
oder geistige oder energetische Ursachen. Und wenn jemand mit so einer Frage auf mich zukommt, dann untersuche ich das zum Beispiel mit meinem karmalogischen Wissen. Karmalogie ist meine Astrologie, die ich selbst entwickelt habe. Und ich kann im Horoskop erkennen, wo die Anfälligkeiten sind, wo die Probleme sind, Blockaden sind, Gedanken, Denkfehler oder falsche Glaubenssätze. Und dann kann ich auch helfen. Wenn ich jemandem helfen will, muss ich ihn verstehen, und zwar besser als er selber. Und das muss man wirklich können. Also es ist ein Mix aus Erkenntnis, wie wir schon festgestellt haben, und dann deiner Matrix-Cleaner-Behandlungen oder Videos. So ist es, genau. Genau so ist das. Was sagst du denn zu der Aussage, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, Thema Fernwirkung, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Interview, oder wenn ich mir deine Videos ansehe, ja, Thema Fernwirkung, warum soll das jetzt funktionieren? Der sitzt doch da oder der hat es doch vor Monaten aufgenommen. Das ist eine schöne Frage. Und zwar ist das so, auch wenn das 100 Jahre, 10.000 Jahre vergangen ist, das Video verbindet den Menschen mit etwas, was in der Atmosphäre der Erde und in der Bibliothek Gottes gespeichert ist. Das heißt, jeder, der das Video anschaut, lädt das einfach automatisch runter. Und das vergeht nicht, das geht nicht verloren. Deshalb funktioniert das. Man müsste es ja eigentlich irgendwo für die Nachwelt jetzt konservieren, so wie damals die Hieroglyphen. Müsste man jetzt was Neues erfinden. Absolut richtig. Das ist der wichtigste Grund, dass ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwann tot bin und die Welt verlassen habe, soll ja das Ganze, was ich kann, auch nicht einfach verloren gehen, sondern dass ich das in Form von Matrix-Clean-Videos in diese Welt für immer hinterlasse. Aber gleichzeitig habe ich mir auch vorgenommen, zum ersten Mal mein karmalogisches Wissen weiterzugeben und auch Matrix Cleaner auszubilden. Das ist ein bisschen so Zukunftsmusik, weil ich da sehr, sehr genau bin. Das kann ich nicht mit jedem machen. Die Menschen müssen eine gewisse Bewusstheit erlangt haben, um das richtig einzusetzen. Das ist nicht so einfach. Wäre wieder meine nächste Frage gewesen. Da war ich mal schneller. Diesmal warst du schnell. Ja. Es ist so, es ist wirklich so. Ich möchte etwas hinterlassen, was die Zeit überdauert. Ja. Etwas, was auch zukünftigen Menschen hilft. Ich sage immer, wir sind alle, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind verantwortlich dafür, eine Welt zu hinterlassen, eine bessere Welt zu hinterlassen für unsere Kinder, als die Welt, die wir von unseren Eltern übernommen haben. Die Macht haben wir auch. Wir können alles ändern in dieser Welt. Alles. Das ist unsere Welt. Das sind wir. Wir sind die Welt. Und was mir möglich ist, tue ich und werde ich tun, und mir wird Tag für Tag mehr möglich. Das muss man schon auch ein bisschen aushalten können. Ich denke, da sind wahnsinnig viele Menschen sehr interessiert daran zu erfahren, wann und ob vielleicht wirklich eine Ausbildung in Richtung Matrix-Cleaner-Behandlung startet oder nicht. Ich denke, wir werden von dir erfahren. Ja, in diesem Jahr werde ich noch starten mit Karmalogie-Kurs. In Form von Videokurs oder Webinaren. Und das ist sozusagen die erste Stufe. Die nächste Stufe wird Matrix Cleaner sein und die höchste Stufe Lichtwanderer. Und das sind Menschen, also wenn ich jetzt sagen würde, was uns Menschen eigentlich so alles möglich ist, würde mir das keiner glauben. Aber ich glaube, in 100 Jahren, 500 Jahren kann das jeder. Wir müssen uns ja nur mal den Film Zurück in die Zukunft ansehen. Ja, da haben vielleicht. Sie ja gewisse Prognosen gemacht von Technologien oder Lebensweisen, die kommen werden. Und die sind viel früher eingetroffen, als sie prognostiziert wurden. Ja, ich schätze, wenn die Menschen sich so weiterentwickeln, in vielleicht 200 Jahren gibt es überhaupt keine Ärzte. Es gibt überhaupt keine Zahnprobleme, es gibt überhaupt keine Krankheiten mehr, weil alles, was uns Menschen krank macht, also was wir uns krank machen, wird einfach nicht mehr da sein. Und dann geht es nicht mehr darum, Probleme zu lösen, sondern zu leben. Wir leben ja nicht, wir lösen ständig Probleme und dann kommen immer neue dazu, neue eigene Erzeugnisse. Das ist nicht das Leben. Wir sind nicht da, um Probleme zu lösen, wir sind da, um zu leben. Schön.
Ja, und das ist meine Absicht, das ist meine Botschaft, das ist meine Aufgabe. Ich denke, da bist du definitiv ein Visionär und ein jemand, der einen großen Teil zu dieser Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, der geistigen Entwicklung, von dem ja viele immer sprechen, definitiv dazu beiträgst. Von dem her, so ist es, bin ich umso gespannter auf das, was noch kommt, lieber Seth. Wenn ich mehr erfahren möchte, wo muss ich denn dahin? Einfach meine Homepage seth.eu. Da findet man meine Musik, man findet meine Bücher, die zukünftigen Seminare. Da findet man wirklich alles. Die Matrix Clean Videos, das wird alles dort zu finden sein. Du lässt mich mit diesem Thema nicht aus, gell? Ich merke schon. Du hast jetzt mehrmals das Thema Musik oder deine eigenen Komposition. Danke. erwähnt. Und in mir war immer so dieses Gefühl, guck doch da nochmal hin. Magst du uns vielleicht was Interessantes drüber erzählen? Was macht mich da jetzt so neugierig? Mittlerweile ist das bekannt, dass Musik auch eine satanische Wirkung haben kann. Mhm. Das heißt, die Menschen, die Schwingung wird runtergefahren, das Bewusstsein wird ausgeschaltet. Es ist bekannt bei großen, bekannten Persönlichkeiten, die auf der Bühne rumhüpfen, dass man irgendwelche Dinge in Klimaanlage macht, dass die Menschen high werden, dass sie in der Regel junge Menschen, und dass sie so jubeln und so glücklich sind und glauben, das hat damit zu tun mit dem, was da auf der Bühne passiert. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie werden so unter Drogen gesetzt, kann man sagen. Und bei Musik, bei diesen, bei Tempo, bei Frequenz, bei Text oder bei allem, alles, was in der Musik passiert, dient dazu, Menschen in eine andere Richtung zu lenken. Und nicht zu sich selbst, sondern eher von sich selbst wegzulenken. Und bei meiner Musik passiert genau das Gegenteil. Die Menschen werden daran erinnert, wie mächtig sie sind, wie schön sie sind, wie vollkommen sie sind. Jeder Mensch ist für mich ein unbeschreiblich schönes, göttliches Genie und hat unvorstellbare Macht. Und mit meiner Musik möchte ich die Menschen an das erinnern, was sie wirklich sind. Das passiert wirklich tief in der Seele, aber hebt die Menschen hoch zum Himmel. Und für meine Seminare zum Beispiel, für das Seminar jetzt in Wiesbaden, am 8. und 9. Juni, da habe ich 5 Musikstücke komponiert und so etwas habe ich noch nie gewagt. Menschen, die zu mir kommen im Seminar, so hoch zu fahren, allein das wird sich völlig verändern und ihnen völlig neue Möglichkeiten bieten. Und das ist das, was ich mit der Musik mache. Ich habe mir deine Musik auch angehört. Die gibt es ja auf YouTube zu hören. Und ich habe auch gelesen, dass du im Sommer 2024 deine erste Uraufführung gibst. Geplant habe. Okay. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auf deine Musik eingehen. Als ich mir die nämlich angehört habe, übrigens für jeden gern zu empfehlen, kam so ein Gefühl des, ich mache mich auf, ein Gefühl von Aufsteigen, ein Gefühl von, ja, Motivation, ich möchte mich jetzt entwickeln, ich möchte jetzt von innen heraus mich erfahren. Liegt es an mir? Oder ist deine Musik für jeden Menschen besonders und jeder nimmt das raus, was er in sich erfüllen kann? Die Musik hat exakt dieselbe Wirkung auf alle Menschen, die Musik hören. Nur wie der Mensch darauf reagiert oder was er daraus macht, das ist sehr individuell. Also das, was du gesagt hast, das ist unglaublich, dass du das zugelassen hast. Normalerweise haben Männer damit Probleme. Du hast dich nur, also wenn ich in dein System schaue, du hast dich nicht nur geöffnet, sondern du hast wahrgenommen, dass die Musik dir zeigt, dass du eigentlich in einer Einheit bist. Mit allem, was existiert, bist du verbunden. Wie meine Finger, die sind alle unterschiedliche Finger, jeder Finger sieht anders aus. Aber in Gesamtheit bin ich das, was ich bin. Das heißt, wir sind sehr individuell und trotzdem gehören wir zu einer Familie. Und ich habe wahrgenommen, dass du das so empfunden hast. Und das ist eine sehr hohe Botschaft. Und dass du das so wahrgenommen hast, verarbeitet hast, das ist schon, wie soll ich sagen, das zeugt von sehr viel Stärke. Man muss die Stärke haben, sowas überhaupt auszuhalten. Und da kann ich dich einfach nur beglückwünschen. Danke. Berührt mich. Das ist wirklich ernst gemeint. Mhm. Das können die meisten Männer nicht. Frauen haben damit weniger Probleme als wir Männer.
eigentlich auch ein interessantes Thema, gell? Thema Männer und Frauen. Ach. Aber ich glaube, wir brauchen da noch ein, zwei Interviews dann mehr. Ja, vor allem, ich habe mir vorgenommen, übrigens auch hier in München in diesem Jahr, mindestens ein Seminar zu geben zum Thema Partnerschaft. Mhm. Wenn sich das organisatorisch machen lässt, auch ein Seminar zum Thema Sexualität. Mhm. Ob das möglich ist und wenn ja, in welchem Raum und so weiter, das werden wir sehen. Aber wahrscheinlich wird das in München sein. Ich habe mich in München verliebt. Die Zeit wird es zeigen. Ja, so ist das. Ja, wir drehen heute ein dreiteiliges Spezialformat auf timeofchange.tv und unser nächstes Thema wird sein, was ist denn zum Beispiel eigentlich die Matrix? Was verstehst du darunter oder gibt es vielleicht auch Fremdenergien, wo wir schon versucht haben, kurz darauf zu blicken, die uns auch wirklich beeinflussen können? Das wird unser nächstes Thema werden. Said, gucken wir uns mal in der Tiefe an. Magst du uns aber vielleicht einen kleinen Einblick jetzt mal geben, um die Spannung so ein bisschen zu erhöhen, warum dieses Verständnis darüber so wichtig ist? Also ich habe festgestellt, das Schöne, das Wahre, das Göttliche versteckt sich nie. Nie. Sondern offenbart sich, zeigt sich und teilt sich mit anderen. Nur das Dunkle, das Negative versteckt sich. Und die Matrix, so wie ich sie wahrnehme, ist ein durchgehend, wirklich durch und durch negatives, satanisches Konstrukt, um die Menschen gefügig zu machen, das Bewusstsein runterzufahren, dass man mit ihnen einfach machen kann, was man will. Und das wird der Punkt sein, nämlich, dass wir in eine unsichtbare Sekte geraten sind. Also wir werden darüber reden, also Matrix besteht. Oh je, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, dann wird es kompliziert, weil die Zeit ist wahrscheinlich jetzt um. Ich denke, der Einblick reicht mir erstmal, um jetzt schon die Zeit vordrehen zu wollen. Großes Thema, viele benutzen das Wort Matrix, gell? Aber so wirklich in die Tiefe? Ich kann sagen, Familie ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Matrix. Heiraten ist ein wichtiger Bestandteil von Matrix. Kinder kriegen ist ein wichtiger Bestandteil von Matrix. Politik, Wirtschaft, Kampfsportarten, Religion, das sind alles Bestandteile von Matrix. Das klingt verrückt, weil wir sagen, das ist doch unser Leben. Nein, das ist nicht unser Leben. Vielleicht ist das jetzt das, was du hören wolltest. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Vielen Dank, lieber Said Habizadeh. War mir eine Freude. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch, ihr lieben Zuschauer da draußen, dass ihr euch für das Thema interessiert und wissen wollt, wie ihr mit möglichen Blockaden in eurem Leben ab heute ganz einfach und ohne jegliche räumliche Distanz dazwischen vielleicht eine Lösung finden könnt. Ich freue mich, wenn ihr beim dritten und letzten Teil auf Time of Change wieder mit dabei seid und bedanke mich und sage Tschüss.